So, willkommen zurück. Ja, ihr seht schon oben links hier mein Zweitaccount, Terminator-Predator. Ja, hier habe ich noch nicht so viele Panzer und versuche mir die Badges freizuspielen und dachte mir, komm, ja, es ist jetzt hier so ein Experiment. Ich versuche, also jetzt bei den Low Tiers funktioniert es noch nicht, weil ich die Panzer alle nicht kenne, aber ich sag mal, sobald ich meine Badges habe. Ich werde mir hier auch einen Premium-Panzer für den Account kaufen. Werdet ihr sehen, wie leicht man mit einem, ja, Reroll-Account seine Stats ja, komplett nach oben pushen kann. Wie das schon etliche tausend Leute machen. Ja, erstmal etliche tausend Gefechte machen, Erfahrung sammeln und dann entweder mit einem neuen Account oder mit einem Reroll-Account dann geile Stats fahren. Ja. Ist aber immer noch die gleiche Person mit den gleichen Erfahrungen, nur dass er dann bessere Stats hat. Weil, wenn man am Anfang viel Scheiße baut, weil man sich mit dem Spiel nicht auskennt, macht man sich ja auch die Stats kaputt, ne? So, das ist ein 6er Panzer. Mal gucken. Ich muss dazu sagen, ich habe hier keinerlei Lampe oder irgendwas. Meine Crew ist komplett schlecht. Ja, geil, Alter. Na gut. Dann haben wir wenigstens diese Flanke hier. Jetzt muss der Kollege mal durchfahren und da die Artis spotten. Haben wir schon mal die Flanke hier sicher. Und die Wasserseite ist ja auf der Map sehr wichtig. So, was spiele ich denn als nächstes? Oh, wenn ich das wüsste, du. Na komm, nehmen wir mal das Ding. Ich kenne mich mit diesen ganzen Low-Tiers gar nicht aus, ne? Aber ich dachte mir, ey, komm, ich habe viele Anfänger als Zuschauer. Also, übrigens, ihr müsst bei World of Tanks immer gucken, dass ihr bis Stufe 7 oder Stufe 8 kommt. Also bis Stufe 6 finde ich die Panzer relativ langweilig und viel zu weich und. Die Kanonen sind nicht so gut und ach, keine Ahnung. Aber ich sag mal so, ab Stufe 7, ab Stufe 8 wird das Spiel erst interessant für euch. Ach ja. Ihr seht's auch, ich habe gar keine Module oder so. Also ich habe hier noch nicht mal ja so Proviant und Reparaturkits, weil ich habe hier noch keinen Premium-Account auf dem Kanal. Premium-Account und auch Premium-Panzer. Dementsprechend ist das Geld hier ein bisschen knapp. Ich denke mal, ich werde oben lang fahren.
Ja, danke, dass keiner hilft. Das ist echt geil. Dankeschön, ja. Da muss man erstmal seine kompletten HP verlieren. Ah, Slowtier, ne? Deswegen, hier, die wissen es eh nicht besser. Ja, komm, fahr doch. Mann, du bist voller AP, fahr doch. Jo, mei, mockt's die Nette, mockt die Früchten, du Saubob, sagt der Bayer. Das musst du wieder mal sehen, ne? Ach, ja, ich bin so müde, müde, müde. Was ist denn los hier, Mensch? Komm, jetzt nochmal AMX. Guck mal, ich habe hier 55% Winrate. Nach 650 Gefechten, 3300er WOT-Wertung. Also ich denke mal, sobald ich meinen 10er Panzer hab, wird das rapide nach oben gehen hier mit der WOT-Wertung. Aber das dauert. Das ist halt so ein Experiment. Ich will gucken, wie weit ich mit meinem zweiten Account komme. Aber dieser Account ist relativ inaktiv, ne? Also ich spiele den echt selten. Weil die ganzen, ich habe 32 10er Panzer und die sind halt alle auf meinem anderen Account. Deswegen, ist halt schwierig, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen. Also ich finde die Karte echt bisschen seltsam für Scouts. Außer man hat einen ganz schnellen Scout und man kommt da irgendwie auf diesen Eisberg da hoch, dann ist was anderes, aber.
Kann mir mal jemand sagen, warum die Leute nicht fahren? Ja, danke, dass ihr alle da hinten am Rumcampen seid, wie die letzten Bots. Sehr, sehr, sehr cool von euch, Mann. Bitte weiter so. Ach ja. Uah. Komm, einmal den noch und dann ist gut für heute. Der Akku ist müde. Ach ja, jetzt hatten wir ein paar Tage heiß. April und dann wird der komplette Mai verregnet. Dann denke ich mal, wird der April so gesehen verlagert in den Mai oder was? Tja. Na, wir haben genug Basecamper. Ah,
Ah, das Lothiergefecht. Was willst du machen, ne? Wow. Ah, ich muss darüber den einen da komischen Vogel da aufhalten. Sonst ist unsere Arti kaputt. Ach man, Arti! Oh, Junge, ey. Alles klar. Der kann da rumdüsen, wie der lustig ist, ey. Die Deppen, Alter, sind alle zu doof. Oh Mann, oh Mann. Ja, fällt dir aber früh ein, dass du hier rüber gefahren bist, wa? Nachdem ich da in 5 Minuten meines Lebens verschwendet habe. Oh Mann, guck mal, wie der da durchfährt, ne? Da stehen 5 Panzer, der fährt einfach mal durch. Deswegen, ey, Low-Tier-Gefechte sind voll nicht mein Ding eigentlich. Wie der da einfach durchdüst, Alter. Die stehen einfach nur AFK und lassen sich da wegschießen. Voll geil. Unfassbar, Mann. Unfassbar. Es ist so geil, Mann. Ey, ohne Scheiß, tut euch allen einen Gefallen und spielt so schnell wie möglich bis auf Stufe, ja, ich würde sagen 7, 8. Ab da fängt das Spiel erst an. Vorher hast du nur AFK-Bots. Ey, die gehen original alle mit 0 Damage hier raus, ne? Ja, man kann auch ein Spiel nicht alleine gewinnen, ne? Ist klar. Ich guck mir die Stats jetzt gleich an. Komm,
Komm, Dicker, jetzt mach's doch nicht spannend, ey. Fahr doch einfach mal raus. Okay, also merken wir uns Lokustpanzer Stufe 3. Was ist das für ein geiler Panzer, Alter? Der schießt voll schnell. Oh, jetzt will ich mal die Stats sehen. Also, wie viele Panzer sind hier mit 0 Damage rausgegangen? Wollen wir noch mal gucken. Ah, 1, 2, 3, 4. Oh, gut. Ja, was willst du machen, ne? Was willst du machen, Kollege? Oh, der kriegt Clan-Einladung. So Leute, das war mein zweiter Account. Aber, also ich werde schon eher mit dem ersten Account spielen. Aber ab und zu mal werde ich euch hier mal ein bisschen was berichten. Machen wir mal so. So, Wehrpass. 3301. Ja. Dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, checkt auch die Links in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch meinen Kraftsportkanal und sämtliche anderen Links, Facebook und so weiter. Wir sehen uns, bis dann, ciao.